Genau, aber ich wollte das mal loswerden, dass es hier ein Problem anscheinend gibt und eventuell finde ich ja noch eine Lösung mit Klaus. Moin, willkommen bei Review Mirror. Ein kurzes Video mal etwas anderer Art. Und zwar, ich habe ja früher sehr, sehr viel Taschenlampen getestet hier auf dem Kanal. Jetzt wieder mal so ein paar, weil ich will dieses Jahr auf die IWA nach Nürnberg und dort mal schauen, was es so Neues gibt. Und ich hatte ja öfter auch von Clarus Taschenlampen im Test und war eigentlich immer so begeistert von denen. Ich habe da aber so einen kleinen Fehler entdeckt. Ich blende es euch mal kurz ein. Das ist mir beim Erstellen des Videos hier schon passiert, aber ich hatte da einen Fehler. Die Einstellung war nicht korrekt, deshalb drehe ich das Video nochmal. Aber ihr seht, was ich meine. Man hört die Elektronik. Das hat sich jetzt irgendwie auf einmal gelegt von selber. Ich probiere es jetzt mal nochmal zu reproduzieren. Und zwar hatte ich ja immer die Falltests auch gemacht mit den Taschenlampen. Also einen Falltest auf den Kopf, einmal auf die Seite und einmal auf den Rücken, da wo dann meistens auch Bedienelemente sind, nur einfach von Tischhöhe, um halt das zu prüfen. Und da ist mir öfter passiert bei Clarus-Lampen, ich dachte, das war vielleicht ein Montagsmodell früher mal, und das ist mir bei dieser hier auch passiert, die liegt jetzt schon ewig rum. Clarus hat sich noch nicht geäußert. Clarus, if you watch this video, please contact me, info@reviewmirror.net, because it's not functioning as it should, so it should be... Seems to be defective. Also nochmal an Clarus die Info auch in Englisch. Bitte mich mal kontaktieren, weil ich habe keine Informationen bekommen. Und wenn die Lampe nämlich an ist, fängt die dann an zu blinken und macht komische Geräusche intern. Weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich denke, man hat gesehen, was ich meinte. Und dieses Verhalten war vorher stärker. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Aber es ist da, also es macht komische Geräusche und die Lampe fängt an zu flackern. Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, dass das sich so verhält, beziehungsweise ein Sturz von einem Meter sollte sie ja laut Aufdruck hier Impact Resistance 1 Meter auch aushalten. Also Clarus, sag mal an, was machen wir jetzt hier? Weil so kann ich die ja schlecht benutzen. Ich kann sie auch nicht verlosen, denn sie ist ja nachweislich irgendwie hat sie ja einen Schaden. Was ich noch gesehen habe, ist intern unten an dem Metallring, wenn ich es irgendwie schaffe, mache ich euch ein Foto, blende ich euch das gerade ein. Da sieht es aus, als wäre es oxidiert. Keine Ahnung, wie das jetzt zustande kommt, aber nun gut, vielleicht liegt es da dran und es hat jetzt keinen Hardware-Defekt an sich, sondern muss dort eventuell gereinigt werden. Das sollte aber bei einer neuen Taschenlampe eben auch nicht sein, weil die war ja original verpackt und neu und die ist ja auch nicht gerade ganz günstig. Ich blende euch trotzdem einen Link unten ein. Affiliate-Link, wenn ihr darüber kauft, dann unterstützt ihr meinen Kanal, wäre ganz cool, danke, falls ihr sie wollt, weil ansonsten sind das echt gute Lampen, die Clarus, die sind echt genial, wie gesagt, Holster, alles ist immer hier dabei, Dichtringe sind dabei, USB-C-Kabel ist dabei, Lanyard, also an der Stelle, alles was man braucht, Bezel kann man sogar hier abschrauben, ist auch hier zum Scheibenzertrümmern gedacht, aber nicht so aggressiv, ein super Clip, der recht stark ist und Wegrollschutz hat sie dadurch auch. Und ansonsten, wie gesagt, ist eine ultra helle Lampe, also die macht wirklich Fun, die macht wirklich Spaß. 3200 Lumen Max, das ist enorm für so eine Lampe hier. Also wenn man da wirklich den Turbo reinmacht, das ist schon brutalst hell, ne? Aus so einem kleinen Teil. Genau, aber ich wollte das mal loswerden, dass es hier ein Problem anscheinend gibt und eventuell finde ich ja noch eine Lösung mit Clarus. Falls dem so wäre oder auch nicht, mache ich nochmal ein Update-Video und dann schauen wir mal, ob sich an der Stelle irgendwas getan hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen drückt, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Kommt noch mehr über Taschenlampen und Outdoor-Kram, Solar, Photovoltaik, Elektromobilität. Alles so, gemischtes Potpourri. Und ja, Fragen, Kritik, Anregungen, wie immer runter. Wenn Zeit ist, werde ich darauf antworten. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu. Bis dahin, macht's gut. Ciao.